Böse Norches Spor. Naja, schade. Hätte mich gefreut, wenn ich noch eine gefunden hätte. Weil hier gab es sie früher zuhauf. Aber diesmal wollen sie alle nicht. Und schon war da was gegen mich. Naja, aber die Ertrunkenen wollen. Oder vielleicht ist die Zeit auch schon wieder verstrichen. Dass ich zu spät. Oh ne, das sind auch nur wir. Ich hätte kurz die Hoffnung. Wunderbar. Ja, stirb du mal. Okay, das waren auf jeden Fall so nicht genug Kikimoren. Ja, ne? Mit den Archesporen ist ein bisschen blöd. Okay, dann ist es jetzt halt erstmal so. Herr, braucht ihr ein Boot? Dann muss ich jetzt halt vor Kapitel Ende ja auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Was? Bringt Zeit. Ja, hier bitte. Sonst. Bringen wir uns auf die andere Seite. Und bitte sicher. Wenn es irgendwie möglich ist. Töchchen. Also warte, mit wem mussten wir jetzt alles reden? Also einmal mit dem Schankwirt. Mit dem königlichen Jägersmann. Leuwarden und Siegfried. Dann versuchen wir jetzt erstmal nochmal mit Siegfried zu reden. Vielleicht ist er ja jetzt ein bisschen besänfter. Ich hätte sich ja nicht mal abreagiert. Wie seltsam. Wie seltsam. Ich muss den Garten nicht gießen. Ja, ich auch nicht. So, dann müssen wir ja immer noch da oben hocken. Und das tut er. Hinfort, Elfenkollaborateur. Er will nicht mehr mit uns reden. Ich hab's befürchtet. So, Archesper-Vertrag, Gerefriek-Vertrag haben wir auf jeden Fall noch. Dann gehen wir mal den Weg über den Friedhof. Sieht nicht so aus, als wäre es bald vorbei. Nee, in der Tat nicht. In der Tat nicht. Da hinten ist er wieder. Halli, hallo, Hallöle. Okay.
Huch. Ja, mit dir würde ich eigentlich nicht, aber okay. Wir sind aber auch außerdem im falschen Kampfstil. Er kann ja rein theoretisch noch lange auf ihn einschlagen. So, Venerat können wir jetzt auch aufsuchen. Dann haben wir den Vertrag auch fertig. Ja Mensch, dann sind es wirklich nur noch die Kikimoren. Ja, ich esse vor. Och, ich dachte, jetzt kommt hier so ein... Na, ich esse vor raus. Leider nicht. Schön wäre es gewesen, aber... Naja. Fehlt uns ja Gott sei Dank nur noch eins. Das heißt, vielleicht werde ich, nachdem ich jetzt die ganzen Verträge abgegeben habe, mit ihm geredet habe, außer mit Leuwan vielleicht... Einfach nochmal zurückgehen. Hallo, Jägersmann. Seid gegrüßt. Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht und die Einheimischen behaupten... Wyvern jagen Menschen. Einheimisch. Hier. Ich habe ein altes Wyvern-Weibchen getötet. Hier ist der Beweis. 600 Orens gehören euch. 600! Lebt wohl. Ja, Mensch, sind wir wenigstens wieder gut bei Kasse. Velerath war hier. Velerath ist hier drin zu finden. Welchen Velerath? Wir wissen alle, auf welcher Seite ihr steht, Elfenfreund. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Der mit den Gravaierknochen. Ich bezahle, wenn ihr 5 habt. Hier. Euer Gold. Okay, 200 Orens. Ihr wolltet mit mir reden. Einige der jüngsten Entscheidungen Volltests sind seltsam. Ich kenne ihn schon lange. Fälscht jemand die königlichen Erlasse? Vielleicht. Allerdings sieht das Siegel echt aus. Wer könnte Volltest das Siegel gestohlen haben? Jemand, der dem König sehr nahe steht. Ich hoffe, ihr findet den Verräter. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas erfahre. Lebt wohl. Lebt wohl, Velerath. Okay. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Der Morgen hat Visimas Verteidigung verschärft. Ja, mit dir wird. Das war ja auch nicht so gerade das großartige Gespräch, was wir mit ihm geführt hatten. So, nun können wir noch einmal mit dem Schlagwirt reden. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Nicht? Ein Hexer! Versteckt eure Frauen! Mich interessieren eure Frauen nicht. Hättet ihr... Hast du irgendwas zu erzählen? Edler. Macht ihr mir... Ihr irrt euch. Okay. Was für eine Enttäuschung. Vom Regen in die Traufe in die... Oder einmal hier rein... Und hier ist der Schankwirt. Hallo, Herr Schankwirt. Seid ge... Kann ich... Ich bin wegen... Ja, das Wühlwärmfleisch. Ja. Hier, euer Geld. Vielen lieben Dank. So, das hätten wir dann also auch. Okay.
jetzt. Zum Beispiel. Wir waren dort an, bla bla bla. Okay. Da ist Carla. Lebt. Okay. Mit ihr haben wir auch nicht großartig viel zu reden. Hallo Rittersporn. Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toroville. Damals im Blumental, schon vergessen? Wer ist Toroville? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Ihr habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben. Ich frage mich, ob sie noch lebt. Ach, war das das, wo dieser komische Berg, oder wo man da in den Feldern war, dieses komische Wesen da fangen musste? Die Elfen und dieses, ja, dieser Faunviech-Ding einen dann entführt haben und wir dann da gesessen hatten. Ich glaube, das war das. Im Blumental? Ja? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben, wo der Teufel gute Nacht sagt. Ja! Die singe ich heute Abend. So, jetzt ist aber alles runtergefallen, was so runterzufallen geht. Ah! Oh. Mann. So. Dann einmal mein Freitagsweinchen. Ich kann mich erinnern, aber... Daran erinnere ich mich gut. Gut, jetzt wisst ihr, warum ich diese Laute brauche. Bis bald. Persönlichkeit. Ich kann nichts zu finden. Okay. Kaufmann. Apropos, warte mal. Ja, Schankwirt. Können wir noch mal ein bisschen was bei dir lassen? Alter, hier ist schon alles so voll. Der Friesextrakt, der möglich ist, verborgenes und unsichtbare Gegner zu sehen. Okay. Ein Konjunktion. Ja. Auch okay. So. Wir haben überhaupt nicht viel hier drin, ne? Nein, gar nicht. Komm ich denn darauf? So, jetzt, rein theoretisch, müssten wir ja jetzt nochmal zu Leuwarden. Also, was? Bin ich blöd, ich muss doch dann hoch. Oder Warden ist doch hier oben. Nochmal speichern. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, schon ins dritte Kapitel zu kommen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was der Auslöser fürs dritte Kapitel ist. Ja, nee, fürs vierte Kapitel. Wir sind ja im dritten. Im Kapitel sind wir ja schon. Das der Auslöser fürs vierte Kapitel ist so. Hallo, Leuwarden. Ja? Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Codeknackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Das Spitze zu kommen, um Leuwarden zu treffen. Überflüssiges Gefahr. Ernsthaft?
so blieb. Okay. Ist das heiß in diesem Ding? Du hast nichts weiter zu sagen. Problem. Keine. Okay. Aber was wir dann auf jeden Fall noch machen können. Wir können jetzt einmal mit Triss reden. Das wäre eine Möglichkeit noch. Wir könnten uns um die verschwundene Schwester kümmern. Und um den Achespor-Vertrag müssen wir uns unbedingt kümmern. Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie den Pöbel haben. Die Kikimore können wir nachts finden. Wäre jetzt hier nicht so das Problem. Sie lässt sich keine Süßigkeiten zu dir nehmen. Haben wir Süßigkeiten? Lecker, danke. So, bitte. Bärchen. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Hört. Schon fort. Ich, Anna... Gerald. Okay. Wirklich ein wunderschöner Ring. Aber? Ich möchte, dass ihr mehr Zeit mit Alvin verbringt. Der Junge braucht etwas Disziplin. Boah, diese Frau, ne? Letztes Mal habe ich es einfach reingekriegt. Gut, dann werden wir einmal nicht in dieses Haus gehen, sondern in das da oben, das wir hier gerade zulaufen. Führt zum Haus der Königin der Nacht. Eieiei, Pärchen. Blauäugiges Mädchen. Potisana, Stadtrat. Potisana, Stadtrat. Ach, was für schreckliche Potisana. Pärchen. Seid gegrüßt, Herr. Seid gegrüßt, Blauäugige. Was darf's denn sein? Reden wir zuerst ein bisschen. Gut. Lasst uns reden. Giacomo Cassano behauptet ja, es gäbe kein besseres Vorspiel als eine gepflegte Konversation. Wovon träumt ihr, Blauauge? Ich wünschte, die Nacht würde nie zu Ende gehen. Keine Ritter auf weißen Hengsten und ähnlicher Unsinn? Ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Das kann ich beweisen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich glaube, euer Bruder sucht nach euch. Was? Nein, ich habe keine Familie. Seid ihr da sicher? Vollkommen. Dies ist mein Zuhause, meine Schwester in der Nacht. Dann muss hier ein Irrtum vorliegen. Ja. Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht. Okay. Ich muss nur noch fragen, ob das Mädchen aus dem Bordell seine Schwester ist. Ja gut, das würde ihn vielleicht nicht weiterbringen. Das werde ich tun. Aber fällt euch auch was auf, dass das Hexenmedaillon oben wieder vibriert? Vor dem Krieg mit Nilfgaard war alles besser. Na? Hier ist was faul. Hier ist was ganz gewaltig faul. Ich frage mich, ob man das dann auch oder sowas dann halt auch erkennen kann im zweiten Teil. Und im dritten weiß ich es nicht. Also nicht mehr. Dafür habe ich den dritten so lange nicht mehr gespielt. Mit euren Waffen würde ich der Waffe aus dem Weg gehen. Ihr habt keinen Grund hier zu sein. Aber es wäre eigentlich blöd, wenn das nicht mehr vorhanden wäre später. Ich möchte hier einmal noch mal kurz zum Buchhändler. Das ist kein Schnäppchen, das ist Plunder. Du bist der Buchhändler und von dir möchte ich noch mal ein paar Bücher haben. Das haben wir bereits gelesen, okay, warte mal. Ich hoffe, wenn es gut ist, das brauchen wir nicht. Das holen wir uns einmal. Weißt du, dafür geben wir jetzt gerade unser ganzes Geld hier wieder aus. Ich möchte halt ungern etwas verpassen.
weil ich hier wenn ich alles angeguckt habe. Die Straße ohne Wiederkehr. Das Buch liefert Informationen über ein auf magische Weise erschaffene Ungeheuer, den Kotschai. Die Alchemie Kainis. Das Buch enthält Formeln für König und Königin. Nach der Detonation werden Gegner durch die Bombe auf magische Weise mit Furcht erfüllt. Sinfridül, der verwundete Gegner, verspürt starke Schmerzen. Drachentraum. Das Buch enthält die Formel für einen Sprengkörper. Drachentraum. Nach der Detonation setzt die Bombe eine Wolke explosiver Gase frei. Okay. Geheimnisse der Meister des Südens. Das Buch enthält Formeln für folgende Sprengkörper. Teufelsbruchpist. Nach der Detonation werden Gegner durch den Sprengkörper vergiftet. Sonnenserie Kanins. Nach der Detonation werden Gegner durch den Sprengkörper geblendet. Auch nicht verkehrt. Druidenherbarium. Das Buch stellt diverse Pflanzen vor, die von Druiden verwendet werden. Nieswurzelblüten, Pimmentwurzel, Wolfsaloe, Eisenkrautmüsli und Ignatius ermöglicht dem Leser aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Großbuch der Mineralien. Das Buch behandelt fortgeschrittene Mineralien, mineralische Komponente, die in der Alchemie Verwendung finden. Schwefel, Ignatiasäure, Weinstein, Nitzinersalz, Calcium Equum, Phosphor, pulverisierte Perle, Pyrit, Optima Mater, die fünfte Essenz, Herzogwasser, Albaskristalle, Lunasplitter und Quecksilberlösung. Das Buch informiert über die Substanzen, die in diesen Mineralien enthalten sind. Okay. Das heißt, diese können wir jetzt auch wieder verkaufen. Ist es für uns nicht gerade die, was wir da zurückkriegen? Also, was wir da jetzt ausgegeben haben, aber. Das kaufe ich auch einmal. Das Werk behandelt hauptsächlich. Genien des Feuers Ifrits genannt. Du fügst im Tagebuch einen Bestiariumseintrag hinzu. So. Jetzt haben wir jede Menge neue Informationen für irgendwelche Viecher. Bringt das in Ordnung, Hexer. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Desto mehr wir wissen, desto besser ist es. Ein Jammer. Ich frag mich nur... So ein Schuft wollte mir Fistech andrehen. Ich stolpere öfter über Fistech als über Hundekacke. Kein Wunder, dass die das Kriegsrecht verhängt haben. Ob das hilft? Nein, wie üblich. So, jetzt dürfen wir rein. Ich war kurz am Überlegen, was wir machen mussten, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Der Ritter hier. Ja? Ich habe eine Kurtisane mit blauen Augen im Hurenhaus gesehen. So tief würde meine Schwester niemals sinken. Ich habe keine Beweise, aber eure Beschreibung passt auf diese Frau. Bringt mir einen Beweis. Die Ehre meiner Familie steht auf dem Spiel. Ich werde tun, was ich kann. Oh. Oh, das ist so kern. Ja, stimmt. An die Quest kann ich mich erinnern. Das ist auch wieder so eine Hin- und Her-Quest. Aber wir lieben Hin- und Her-Quests, oder? Es gibt nichts Schöneres als Hin- und Her-Quests. Was führt euch hierher? Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie den... Vergesst eure Stimme. Ja, natürlich. Ist total verkommen, die Gegend. Kann man einfach niemanden mehr... Ein Hexer, irgendwie... versteckt eure Frauen. Was recht war. Das hat gar keinen Zusammenhang gehabt, aber okay. Wir speichern hier einmal. Dann sprechen wir nochmal mit ihr. Ja. Scheinbar müssen wir, werden wir mal mit ihr ich eine Nacht. Ich würde gern den Abend mit euch verbringen. Mit Vergnügen, Weißhaariger. Aber vorher müsst ihr dem Haus der Nacht eine Spende zukommen lassen. Nur 500 Orens. 500 Orens, um mit ihr einmal.
Können wir ihr nicht... Danke. Und jetzt folgt mir. Lol. Ich wollte einmal diese Fantasie ausleben. Geduld. Zuerst ein heißes Bad, dann... Sie hat statt 500 Ohren zum Ring akzeptiert? Gut, den Pony würde ich etwas abturnt finden, aber sonst wäre gut, ne? Ich weiß nicht, wie die Männer das sehen, aber hey. Ich muss der Mutter von den Spuren am Hals des Mädchens berichten. Spuren am Hals, Vampir? Okay. Ich weiß gar nicht, was ich gerade tue. Wir standen darauf, dass ich auch. Ich weiß doch gar nicht, wie lange ich heute mache. Ich weiß noch nicht mal, wie spät es ist. Oh Gott, es ist jetzt 21:24 Uhr. Das ist ungeheuer. Weiß ich. Denkt hier schon irgendwie an. Oh ja, ich mache bis 1, 2, 3. 3 Uhr morgens. Es ist doch nicht einmal 10 Uhr. Also, bitte. Und ich wundere mich, dass ich so fit bin. So fit und voller Elan, ja? Und voll guter Laune und, ach ja, wir müssen hier erstmal reden. Ich habe eine Kurtisane mit blauen Augen im Hurenhaus gesehen. So tief würde meine Schwester niemals sinken. Ich habe den Beweis. Ich sah die Bisswunden an ihrem Hals, die ihr beschrieben habt. Wie konnte es nur so weit kommen? Sie muss unter dem Bann des Vampirs stehen, der sie gebissen hat. Vielleicht wurde auch sie verwandelt. Vielleicht. Hexer, ihr müsst helfen. Der Vampir hat eindeutig das Bordell heimgesucht. Ich werde tun, was ich kann. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe hier anscheinend Geister oder irgend sowas habe ich hier drin. Eine Sache nach der anderen fällt hier runter. Ich habe jetzt nur Angst, dass meine Tasse runterfällt. Und mein Glas. So, also was sollten wir jetzt tun? Wir sollten... ich muss herausfinden, ob jemand im Bordell Gedankenkontrolle auf das Mädchen auswirkt. Okay. Solange es keine Glitzervampire sind, ist alles gut. Alles easy peasy. Easy peasy. Alles läuft nach Plan. Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Warum ist so gute Laune, aber. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen. Oh, ja, danke. Mit euren Waffen würde ich vielleicht der Waffe aus dem Weg gehen. Vergesst eure ganz ehrlich, ich bin eigentlich überhaupt nicht müde und trotzdem gerne. Und das sind wieder so zwei Sachen, die einfach nur zusammenpassen. So. Okay. Wir haben geschlossen! Die Herren der Nacht empfängt nicht jeden! Ich habe etwas für eure Herren. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell und macht was damit! Verschwindet! Ich dachte, das hier sei ein Bordell. Das ist das Haus der Nacht, das beste Bordell in Temerien. Nichts für Vagabunden in zerrissener Lederkluft. Ich habe Gold. Ich bestech dir nicht. Ich will verdammt sein. Tretet ein. Ich hätte noch mehr bieten können, aber das... aber das reicht ja. Hallo, Herren der Nacht. Wie unhöflich, uneingeladen hereinzuplatzen. Ich bin geschäftlich hier. Und dann antwortet er nicht einmal. Der Geralt von Riva, den ich kenne, war ein höflicher Hexer. Verzeiht, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich weiß, Hexer. Ich verfolge eure Taten schon geraume Zeit. Woher dieses Interesse? Mein Liebster, den ich nie vergessen habe, nannte euch seinen Freund. Er starb, als er euch gegen einen mächtigen Feind beistand, vor langer Zeit. Was führt euch hierher?